Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Review auf weplayhandball.de. Heute Dame 5, der neue Adidas Basketballschuh, der Signature-Schuh von Damian Lillard von den Portland Trailblazers. Was der Schuh kann, ob er für Handball geeignet ist, das zeigen wir euch jetzt. Als erstes wichtig, wie immer bei einem Signature-Schuh aus der Basketball-Range von Adidas, die optischen Details. Ihr habt hier vorne einmal von Damian Lillard das Logo, das stilisierte D hier vorne auf der Lasche drauf. Dann ganz interessant, hier die Unterschrift von Damian Lillard auf der Innenseite des Schuhs und auf der Rückseite. Jeder Schuh hat immer ein Thema. Das Thema hier, People's Champ, Damian Lillard liebt Boxen, People's Champ, Muhammad Ali, Spitzname, hinten verewigt und dafür auch der Colorway in diesem Schwarz. Wenn wir uns jetzt die Performance-Details anschauen, dann fällt erstmal auf, dass es ein Two-Piece-Upper ist. Das wird hier zusammengenäht. Das heißt, auf der hinteren Seite habt ihr so eine Wildleder-Optik. Das ist ein synthetisches Wildleder, relativ stabil, reißfest, fühlt sich fast so an wie so ein bisschen Filz. Im vorderen Teil sehr flexibles, atmungsaktives und leichtes Mesh-Material. Ne? Vorne Mesh, hinten ab dem Mittelfußbereich diese Wildleder-Optik. Wenn wir uns die Lasche vorne anschauen und die Schnürung, eine relativ klassische Schnürung hier an den Seiten festgemacht, also keine reine Booty-Konstruktion wie bei vielen Adidas Basketballschuhen mittlerweile Standard. Der Einstieg ist relativ angenehm. Ihr seht auch hier oben relativ weiches Material, das den Schuh nicht weiter stabilisiert. Deswegen eher ein sehr, sehr flacher Schuh. Ihr seht hier schon, das Wildleder, die Wildlederoptik geht hier bis kurz über den Knöchel, also eher ein relativ flacher Basketballschuh und damit auch ganz gut geeignet für Handball. Ein weiteres stilistisches, aber auch Performance-Element ist hier diese große PU-Verstrebung an der Außenseite des Schuhs. Die führt dazu, dass der Schuh, obwohl er relativ flach ist, in der Stabilität bei allen Seitwärtsbewegungen im Knöchelbereich extrem stabil ist, also überraschend stabil, fast stabiler als manche Mid-Cut-Schuhe, ist dieser Schuh wirklich sehr, sehr schwer nur in der Seite aus der Stabilität zu bringen. Die Dämpfung ist vom Vorderfuß bis in den Rückfuß eine reine Bounce-Dämpfung, also kein Boost-Material. Damian Lillard ist ein kleiner, wendiger Spieler, braucht da viel Feedback vom Schuh, ein kurzes, schnelles, direktes Feedback bei seinen schnellen Richtungsänderungen, deswegen hier nur das Bounce-Material, das ihr zum Beispiel aus dem Counterblast kennt. Wenn wir uns jetzt die Sohle anschauen, dann seht ihr hier schon dieses Herringbone-Muster, das sind vor allen Dingen in den diagonalen Bewegungen sehr viel Grip durch diese diagonal angesetzten Lamellen bietet. Dieser Schuh ist wirklich für kurze, schnelle Richtungsänderungen auch bestens geeignet. Der Dame 5 ist ein Schuh, der mir persönlich als Handballschuh sehr, sehr gut gefällt. Warum? Er ist sehr, sehr leicht. Dafür, dass er ein Basketballschuh ist, wiegt er deutlich unter 350 Gramm. Er hat eine Top-Dämpfung, die nicht zu weich ist wie bei anderen Basketballschuhen und damit ein sehr direktes, schnelles Feedback bei schnellen Richtungsänderungen gibt. Er ist mit dem Mesh-Material im Vorderfuß sehr komfortabel und mit dem Wildleder, mit der Wildledersynthetik im Mittel- und Rückfußbereich sehr stabil. Die Außensohle, diese Verstärkung durch das PU-Material, hat nicht nur einen optischen Zweck, sondern macht diesen Schuh im Mittelfuß sehr stabil und trotzdem relativ leicht und flexibel. Das heißt, das ist auf jeden Fall ein Schuh für eine flexible oder einen flexiblen Rückraum Mitte, für vielleicht auch mal einen Außenspieler oder einen schnellen, wendigen Rückraum linken, Rückraum rechten. Also dieser Schuh ist aus meiner Sicht im Handball sehr, sehr gut geeignet. Probiert ihn aus. Wenn ihr weitere Fragen habt, gerne hier in unserem YouTube-Channel, auf Facebook und natürlich auf weplayhandball.de. Bis zum nächsten Mal.